scheißegal, da muss ich halt wieder 10 Stunden langes Video nachbearbeiten, weil man mich nicht hört. Adrian Sutil ist leider nicht dabei. Ich habe übrigens Adrian Sutil wieder in das letzte Video reingeschnitten. Ich werde mich in Adrian Sutil umbenennen. Auf die Strecke. Schauen wir mal, ob ich einen guten Status bekomme, wenn ich wieder eine Durchfahrtsstrafe bekomme, ne? Wegen irgendeinem Scheiß, den ich gar nicht beeinflussen kann. Da standen wir 10-mal neu. Ach Quatsch. Wer ist auf der 1? Wer ist auf der 10? Schreiber. Ohne Witz, der verkackt ihn den Start wieder. Das müssen sie ins Spiel nächstes Jahr unbedingt implementieren, dass Mark Webber nicht starten kann. Ja. Ich sehe dich. Gehst du gerade noch parallel hoch? Warum? Ja, weil irgendwie die Autos sehr komisch vor mir rumzappeln und einfach mal manchmal reinfahren, manche. Ja, ich habe auch voll die heftigen Frame Drops gerade. Das könnte daran liegen, dass der das andere Video noch konvertiert. Ich hoffe, es gerade mal voll viel abfahren. Irgendwie wirkt das aber echt schwammiger, das irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht wird es wieder besser. Jetzt müsste es ein wenig besser sein, oder? Ja, also, ja, weil jetzt gerade, keine Ahnung, die werden halt immer unsichtbar vor mir. Aber jetzt passt es eigentlich. War wahrscheinlich bloß ein bisschen verzögert, der Effekt. Okay, ich wurde gerade von 2 Autos geholt. Danke. Was war das gerade? Du bist nach links gefahren. Ja, ich weiß. Und da war ich. Okay, das habe ich wieder nicht gesehen. Soll trocken bleiben, aber nicht sehr beruhigt. Vielleicht liegt es auch am einen Ende, leider ich weiß nicht, weil du wirst ziemlich oft unsichtbar. Ist dein Bruder gerade daheim? Nee, bin alleine zu Hause.
Ja, komm, jetzt dreht mich hier weg. Das ist der Scheiß, weil er so extrem da abbremst, ne? Ja, das stimmt. Lol. Okay. Lol, wer hat mich in die Bande reingehauen, ey? Ich Gott sei Dank. Jetzt ich krieg die Strafe dafür, ist klar, genau. Ich überhole den außenrum, ne? Ich habe ihm genügend Platz gelassen. Er fährt dann einfach voll nicht rein, ich krieg die Durchfahrtstraße. Ey, ohne Scheiß, ich kaufe eine 2 TB Festplatte und einen neuen Quadcore, damit ich das aufnehmen kann. Ich kauf den nass. Jetzt hab ich wieder eine Durchfahrtsstraße. Ey, komm, ohne Scheiß. Okay, das ist jetzt scheiße. Ein absolut sauberes Manöver eigentlich. Ey, ohne Scheiß, Weber hat dadurch quasi nichts verloren. Ich flieg in die Bande rein und krieg die Strafe dafür. Oh, 13, 14, 15, 16. Nee, 15 noch. 16, 17. Ich habe das gleiche Wohlmanöver gemacht, bei Alonso hat es ganz normal funktioniert. KI ist voll geil in dem Game. Keine Ahnung, die macht mal richtig, richtig gut einfach und fällt sich super und dann macht sie so einen Bockmist mal wieder. Keine Ahnung, man muss schon sagen, manchmal ist meistens man schon selber zu aggressiv oder so halt, aber in dem Fall, ich bin ja ein Vormarktwerber, der fährt mir in den Seitenkasten rein, haut mich dann in die Bande und ich kriege die Strafe dafür, obwohl da genügend Platz war. Der ist halt einfach, ich war ja schon vor dem Kurveneintritt vor ihm, da muss er halt stärker abbremsen. Okay, Vettel hat mich überholt. Okay. Vettel ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Mann, diese Frame Drops sind voll hässlich. Hey, hoffentlich hört das auf.
Also keine Fahrstadt. Warte, tun wir mal schnell pausieren. Ach, du bist jetzt rausgegangen, oder was? Ja, ich muss...